Aloha, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Working Log. Heute Working Log. Ich muss noch einige Sachen für die Dokumie fertig machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht einfach die Kamera anmachen und euch daran teilhaben lassen? Ja, ich muss zwar sagen, dass noch keins der beiden Kostüme für die Dokumie fertig ist, aber ich liege gut in der Zeit, zumindest für meine Verhältnisse. Denn vor einer Con bin ich eigentlich meistens nie fertig. Von daher werde ich schon schaffen. Man muss wirklich sagen, dank meiner Mom werde ich schaffen. Denn ich habe mich da wirklich mit ihr letzte Woche 2 Tage hingesetzt. Und dann haben wir ein paar Stunden dran gearbeitet. Sie an dem einen Kostüm, ich an dem anderen. Und deshalb sind wir eigentlich relativ weit gekommen. Aber so richtig fertig sind die beide nicht. Aber ja, dafür werde ich ja heute ein bisschen dran arbeiten. Und ihr könnt mir, wie gesagt, dabei über die Schulter gucken. Los geht's! We'll be right back.
Gerade in dem Video gesehen habt, habe ich ausnahmsweise mal kein Gesso benutzt, sondern einen Holzleim. Da könnt ihr eigentlich jeden x-beliebigen Holzleim nehmen. Also man muss jetzt nicht unbedingt auf einen bestimmten zurückgreifen. Ich habe jetzt auch keine großartige Empfehlung. Die sind für mich alle gleich. Aber das Problem, Problem mit Gesso ist ja, dass man mehrere Schichten auftragen muss. Ich habe so die Erfahrung gemacht, das sind meistens bei mir so 12 bis 15 Schichten, um wirklich ein schönes Ergebnis zu haben. Und beim Holzleim reicht meistens eine Schicht. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man auch noch eine zweite Schicht auftragen. Aber ich habe jetzt wirklich das Glück, dass meine Oberfläche schon sehr, sehr schön weich und glatt ist und da ich jetzt wirklich schon mit der Farbe anfangen kann. Mein Princess Flame Kostüm ist zum Glück schon fertig. Ich habe jetzt deshalb auch diesen großen Stein, der auf die Brust gehört, schon festgemacht, bevor ich den nachher zu Hause liegen lasse. Ist mir auch schon passiert. Und zwar habe ich in dem einen Video gezeigt, dass ich dann diese Sicherheitsnadeln an dem Stein festgeklebt habe. Leider hat meine Kamera rumgespackt, sonst hätte ich euch auch den Prozess davon gezeigt. Dann haben wir hier noch diesen kleinen Stein. Der wird an der Stirn befestigt, also direkt unterhalb der Perücke. Ich werde das wahrscheinlich mit Hautkleber machen, habe ich bei meinem Harlequin-Kostüm auch so gemacht, mit meiner Maske. Und ja, so sieht das Kostüm bisher aus. Und so soll es dann aussehen. Der Rock ist auch schon fertig, aber ich bin da noch ein bisschen am gucken, weil ich irgendwie so eine Art Reifrock hier drin haben möchte. Und ja, die Zeit wird jetzt etwas knapp, jetzt einen richtigen Reifrock zu kaufen. Ich denke mal, ich werde irgendwas mit Draht wursteln. Vielleicht sieht das dann auch ganz gut aus. Und ich hoffe, dass der Hautkleber an dem Bodypainting trotzdem hält. Sonst habe ich ein Problem und der Stein fällt die ganze Zeit runter. Aber das war es dann erstmal zu dem Flame Princess Kostüm. Und ich hoffe, der Working Look hat euch gefallen und ich gehe jetzt, glaube ich, mal ins Bett. Ciao!